Meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich einen Action-Haul für euch, beziehungsweise ich zeige euch die Sachen, die ich bei IKEA gekauft habe und im Bauhaus. Als kleine Inspiration für euch, typisch bei Action, ne, ist klar, es gibt ganz viel Krimskrams. Jetzt haben sie die Deko für den Frühling und ja, ihr kennt das Spiel bei Action, ne? Ich war aber eigentlich nur dort, weil ich bei IKEA Mülleimer gebraucht habe, diesen typischen für 2 Euro, also in mehrfacher Ausführung für die Kinderzimmer der Jungs. Aber bei dieser Click-and-Collect-Aktion gab es sie nicht, deshalb bin ich zu Action. Es ist natürlich mehr geworden, wie erwähnt, ne? Das Typische. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß bei diesem Video. Holt euch was zu trinken, macht es euch bequem und los geht's. Den Mülleimer zeige ich euch später. Ich finde nämlich eigentlich hässlich. Aber der Lissandro hat dringend einen gebraucht und deshalb habe ich ihn gekauft. Ich fange mal mit diesem Schätzchen hier an. Das stand direkt am Anfang, also am Eingang, als ich reingekommen bin. Habe ich eigentlich nicht gebraucht, aber ich hatte dann spontan die Idee, dass man dieses Körbchen umfunktionieren könnte zu einem Osterkörbchen. Vielleicht auch als Tipp für euch, 2 Euro noch was kostet das. Ich blende euch die Preise ein. Und ich habe mir gedacht, dass ich aus Ton die Osterhasenohren bastel und hier dran klebe und hier eben Liams Ostergeschenk reinpacke. Danach kann man es natürlich wiederverwenden, auch zum Beispiel schön fürs Bad. Kann man auf die Ablage stellen, kleine Utensilien reinpacken und ja, ist schön anzuschauen. Dann habe ich hier diese Schüssel nachgekauft. Die habe ich nämlich schon für die Küche. Ideal für Salat zum Beispiel, für Süßigkeiten, für Obst. Ist sehr, sehr leicht und vom Preis. Also mega, mega gut. Machen wir direkt weiter mit der Küche. Total unspektakulär, aber wenn man Teenager hat, ist es nicht verkehrt, wenn man Backpapier zu Hause hat. Also bei uns zumindest. Die machen sich nämlich öfters mal Pizza. Ja, und deshalb darf das bei uns zu Hause nicht fehlen. Machen wir weiter mit der Küche. Ich habe mir noch diese kleinen Schälchen hier gekauft. Die fand ich sehr, sehr schön. Die haben so einen Safari-Print. Finde ich total schön hier. Da gibt es verschiedene Muster. Da gibt es auch die kleinen Teller dazu, die tiefen Teller, die großen Teller. Aber ich habe mich jetzt hier nur für diese 3 kleinen Schälchen entschieden, weil ich mir das so überlegt habe, auf einer Holzplatte zum Beispiel, die draufzustellen und dann zum Beispiel getrocknete Tomaten, Oliven, Tapas einfach vorzubereiten, wenn man Gäste hat, fand ich total schön. Dann habe ich hier mal wieder meine Tabs mitgenommen, die kaufe ich auf Vorrat sehr, sehr gerne bei Action, auch als Tipp für euch. Da sind sie nämlich meistens am günstigsten. Müsst ihr einfach mal vergleichen und schauen. Auch wieder total unspektakulär, ein Schneebesen. Ich fand den total schön, vor allen Dingen ist er sehr stabil. Die Farbe hat mir auch gut gefallen. Meine Kamera findet ihn wahrscheinlich auch sehr unspektakulär und deswegen fokussiert sie es nicht. Machen wir weiter mit, ja, machen wir mit der Küche weiter. Nicht mit dem Bad, sondern mit der Küche. Auch hier wieder sehr praktisch fürs Spülbecken. Kaufe ich sehr gerne bei Action. Damit kannst du so richtig gut das Waschbecken schrubben. Über was ich mich freuen kann. Ne? Hier diese Vorratsgläser habe ich in dreifacher Ausführung mitgenommen. Die gibt es in größer und in etwas kleiner. Ich habe mich für die Mitte entschieden. Ja, hier habe ich mir gedacht, dass ich Nüsse reinpacke. Erdnüsse, Walnüsse und vielleicht Haselnüsse. Mal gucken. Ja, einfach, dass es schön aufgeräumt ist, schön dicht vor allen Dingen ist und es schaut halt schön aus. Hier mit der Etikettiermaschine, na, ja, ihr kennt das Spiel. So, machen wir weiter hier. Da muss ich selbst drüber lachen. Und zwar bin ich gerade dabei, die Schreibtische bei uns oben im Büro zu streichen. Ja, ich könnte natürlich auch neue kaufen, ne? Aber ich habe mir das so in den Kopf gesetzt und die werden gerade weiß gestrichen von mir. Und deshalb habe ich diese neuen Rollen gebraucht. Die sind natürlich sehr günstig bei Action. Deshalb habe ich sie mitgenommen. Fürs Bad habe ich von Kneipp dieses Wohlfühlzeit-Dingens, ja, Waschcremebad mitgenommen. Das fand ich sehr, sehr angenehm vom Geruch. Hat mich auch angesprochen, habe ich jetzt auch nicht danach gesucht. Aber na, ihr kennt das Spiel bei Action, oder? Ist genauso bei IKEA. Ne? Ich brauche nichts, ich gehe nur gucken. Dann kommst du raus mit Kerzen, Servietten und sonstigem Kram. Zahnpasta habe ich auch mitgenommen, ist auch immer sehr, sehr günstig bei Action. Und ich habe noch ein Spannbetttuch gebraucht für ein Bett der Jungs, weil ich da einfach gemerkt habe, dass ich da so ein bisschen ins Straucheln komme. Er hat zwar zwei, also er hat ja ein Boxspringbett, aber die sind dann doch meist beide in der Wäsche oder, nee, ihr wisst, was ich meine. Hier,
1,80 x 2 Meter. Ich glaube, das kostet um die 8 Euro. Geht vom Preis und ist von der Qualität auch wirklich gut. Die letzten, die ich dort, also die ich gekauft habe, waren eben auch von Action. Ja, dann habe ich mir hier so ein, ja, so ein Diffuser, also diese Duftstäbchen-Dinger da gekauft. Habe ich mir mehr von erhofft, bin ich ehrlich. Also ich rieche da nicht viel von. Kann natürlich auch sein, dass der Raum, also ich habe es ins Esszimmer gestellt, dass es einfach zu groß ist. Vielleicht in einem kleinen Raum, ja, dass da mehr rüberkommt. Ich glaube, 3 Euro noch was oder 4 Euro habe ich dafür bezahlt. Ich habe ein bisschen mehr erwartet, da bin ich ehrlich. Ah, das muss ich euch unbedingt zeigen, finde ich ultra schön fürs Bad. Ey, das finde ich so toll. Oh, da freue ich mich voll. Wir haben so riesen Noppen. Die sind ja jetzt voll modern. Und das fand ich total schön. Habe ich 2 Stück von gekauft fürs Bad. Ne? Das sind so, ja, Badematten. Also so, ja, Vorleger für die Dusche, für die Badewanne. Richtig schön. Vor allen Dingen der Farbton. Gibt noch 2 andere Farbtöne. Grau und Schwarz, meine ich. Ja, eine Box. Tada! Ja, sehr passend, ne? Mit Deckel, denn bei IKEA habe ich eigentlich Boxen bestellt. Die zeige ich euch auch gleich, weil ich im Moment dabei bin, alles so ein bisschen umzustrukturieren. Ich habe tatsächlich Hefte der Jungs von der 1. bis zur 4. Klasse für 4 Kinder aufbewahrt. Ja, die muss ich aussortieren. Da frage ich die Jungs, welches sie behalten möchten. Mir war es halt total wichtig, weil ich froh gewesen wäre, wenn meine Mama wenigstens ein Heft aus der Grundschule von mir aufgehoben hätte, aber ja, hätte Fahrradkette, ne? Jedenfalls habe ich deshalb Boxen gekauft und natürlich auch, um andere andere Dinge noch umzustrukturieren und auszusortieren. Ihr kennt es, ne? Boxen kann man nie genug haben, vor allem wenn man so viele Kinder hat wie ich. Ich habe hier noch so ein schönes Notizbüchlein gekauft. Da sind so Herzen drin, ne? Und da kannst du halt auch was reinschreiben. Gibt es auch in Baby-Variante, also steht Oh Baby drauf. Gibt es auch noch in Schwarz und so weiter. Ich finde das immer total schön bei Action, weil man sich da so ein bisschen austoben kann. Werde ich mir hoch ins Büro legen, da werde ich halt so meine Gedanken reinschreiben. Fand ich eben sehr schön. Und dann da so typisch Frau. Jetzt Achtung, meine Idee dazu für meine Agenda, ne? Also wenn ich da einen blöden Termin habe, keine Ahnung, irgendwie Zahnarzt oder so, dann klebe ich mir immer schöne Aufkleber daneben. Ja, psychologisch wertvoll. Ja, auf jeden Fall haben die total schöne Aufkleber bei Action, da kann man echt nichts sagen. Und sind auch immer sehr, sehr günstig. Ich kaufe ja dort auch sehr, sehr gerne Aufkleber für den Liam zum Beispiel, damit der, während wir zum Beispiel essen gehen, beschäftigt ist. Also er klebt total gern in sein Malbuch auf und ja, hat da ganz viele Ideen, sehr viel Fantasie. Und deshalb kaufe ich bei Action sehr gerne Aufkleber, aber die habe ich jetzt tatsächlich für mich gekauft, eben passend zu meinem Notizbüchlein. Ja, jetzt kommen wir zum Mülleimer, ne? Den hässlichen Mülleimer. Tada! Ja, hier mit diesem Ding. Gab es, glaube ich, auch in Weiß, aber das ist jetzt für Alessandros Zimmer, deswegen habe ich Schwarz genommen, ne? Teenager und so. Ah, ich habe hier noch eine andere Box gekauft, die muss ich euch auch noch zeigen, bevor wir zu Bauhaus kommen. Und zwar diese Box hier, die fand ich sehr cool, weil man die so öffnet. Schaut, tada! Ja, wie gesagt, über was ich mich freuen kann. Ne? Also Boxen habe ich wirklich viele gekauft, weil ich viel am bzw. aussortieren bin. So, jetzt kommen wir zum Bauhaus, ganz kurz. Da war ich ja eigentlich, wenn ich Farbe gebraucht habe. Und ich wusste nicht, dass ich ein paar Tage später dann zu Action bzw. bei IKEA was bestellen würde. Deshalb habe ich die mitgenommen. Die waren halt relativ teuer. Also im Vergleich zu Action bzw. zu IKEA, klar. Aber die passen halt ideal vom Farbton in meine Waschküche. Ihr kennt ja meine Waschküche. Und da habe ich sowieso so kleine Boxen gesucht. Und habe sie jetzt gefunden, aber ich bin ehrlich, ich habe nur 2 große gekauft, weil die echt teuer sind. Ne? Also ich glaube, da hat eine 7 Euro noch was gekostet. Schaut mal, jetzt kriege ich die nicht mal raus. Ach, da ist sogar mein, nee, das ist der Kaufland-Kassenzettel, nicht der von Bauhaus. Naja, wartet, ich hab's. So. So sehen die aus. Ja, richtig schön. Tada! Jetzt kommen wir noch zu meinem IKEA-Einkauf.
Nee, bevor ich es vergesse, bei Bauhaus habe ich auch noch zwei durchsichtige Kisten gekauft. Blende ich euch ein. Wie gesagt, ich wusste nicht, dass ich danach noch Zeit haben werde, um zur Action zu fahren. Also ein paar Tage später war ich erst dort. Bei Action war ich gestern und die Sachen im Bauhaus habe ich letzte Woche gekauft. Ja, hier bei IKEA habe ich dieses Körbchen gekauft. Ich fand das total schön. Mal schauen, ob ich das ins Büro stellen werde. Oder vielleicht in die Waschküche, an mein Waschbecken. Süß, oder? Richtig schön. Und zu diesem Teilchen hier habe ich einen Hack gesehen. Ich glaube bei Insta. Und zwar hat die junge Dame, jetzt kriege ich es natürlich nicht auseinander. Doch, ich kriege es auseinander. Ich werde es auseinander kriegen. Sie hat das auf ihr Sideboard gestellt und hat da die Kabel vom Receiver verschwinden lassen. Quasi sehr, sehr praktisch. Also sie hat hier ihren Receiver rein und hat es so auf ihr Sideboard unter den Fernseher gestellt. Hat sich hier hinten dann quasi so ein kleines Loch reingemacht und hat die Kabel verschwinden lassen. Und es sieht halt total schön aus auf dem Sideboard, ne? Sehr, sehr passend habe ich das jetzt irgendwie empfunden. Wobei, unserer ist eh zu groß, aber ich werde es ins Büro stellen. Also ich werde es jetzt nicht so umfunktionieren wie die junge Dame, aber ich wollte es euch als Tipp weitergeben. Die gibt es auch noch höher, aber die war ausverkauft, als ich geschaut habe. Jetzt habe ich heute reingeschaut, jetzt gibt es sie wieder, ne? Ist klar, ne? Aber sehr, sehr schön, in so einem Boho-Style. Habe ich noch bei IKEA gekauft, hier kann man einfach seine Unterlagen reinpacken, schön sortieren in weiß und das Ganze dann eben auf dem Schreibtisch platzieren oder eben auf einen Rolli, wo auch immer. Hauptsache, die Sachen sind aufgeräumt. Ansonsten habe ich hier jetzt noch die vier Kisten. Mein Gott, die traue ich euch jetzt nicht zu zeigen. Ne? Hier der Deckel, sind halt einfach vier große Kisten. Und ich muss sagen, jetzt so als Vergleich, und deswegen ist es auch ganz gut, dass ich euch das hier im Video vielleicht zeige oder sage, sind die halt rein vom Material und von der Verarbeitung die besten. Sei es jetzt als das von Action, sei es als die von Bauhaus, falls es gerade deutsch war. Die sind die besten. Klar, bei Action sind sie halt sehr günstig, aber da zahlst du, ich meine, so 2-3 Euro mehr und hast wirklich eine sehr, sehr gute Qualität. Besser als die im Bauhaus, muss ich wirklich sagen. Und die waren ungefähr preisgleich. Ja, der Preis war ungefähr gleich zu denen von IKEA. Ja, meine Lieben, das war es soweit. Wahrscheinlich habe ich die Hälfte vergessen, aber ich denke, das reicht fürs Erste, für euch auch als Inspiration. Ich hoffe, dass ich euch ja ein paar Tipps vielleicht geben konnte, dass es euch Spaß gemacht hat, zuzuschauen, einfach auch, ja, um die Zeit ein bisschen zu vertreiben. Lasst es euch auf jeden Fall gut gehen, lasst euch nicht ärgern, seid positiv und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis bald, tschüss! Und ich darf jetzt das ganze Chaos hier wegräumen. Ich freue mich, ey, aber über diese Dinger freue ich mich wirklich total, ne? Über die zwei. Die sind echt schön. Müsst ihr euch angucken. Aber meine Kamera findet sie nicht so geil, oder? Doch, jetzt. Richtig schön. Die Kamera muss ich auch noch verstehen, ne? Ja, ist meine große, dicke, fette Kamera, wie ich so schön immer sage. Also, ich wünsche euch was, macht's gut und bis bald.